Japanische Koi-Karpfen aus Hannover. Heute nehme ich euch mit zu Jörg Düvel und seinem Laden Hannover Koi. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi-Blog. Heute in Hannover bei Jörg Düvel und Hannover Koi. Und schauen wir doch gleich mal rein. Hier vorne im Eingangsbereich befinden sich etliche kleinere Becken, die dann im Frühjahr so ab März mit Tosei gefüllt werden. Also hier vorne bekommt ihr auch jede Menge günstige Fische, sage ich mal, für den kleinen Geldbeutel. Und hier rechts auf der Seite sind tatsächlich noch einige aus der letzten Saison übrig geblieben, die hier gerade den Winter verbringen. Aber wir möchten jetzt mal reinschauen in die tieferen Gefilde von Hannover Koi. Hier vorne im Eingangsbereich gibt es gleich zwei große Becken. Einmal hier gleich dieses 3-4 Meter lange und dann hier über die Ecke noch ein zweites Becken. Beide Becken reichlich befüllt mit Koi, und wenn ihr reinkommt im Eingangsbereich, dann seht ihr hier auf der gegenüberliegenden Seite auch einiges an Futter, denn ihr könnt hier natürlich auch Futter kaufen. Man hat hier eine Eigenmarke namens Sakana, und dieses Sakana wird auch ausschließlich hier in der Anlage verfüttert, vorwiegend das Grower, und zwar ist das dann halt für das gute Wachstum der Fische, denn die Fische werden hier ordentlich auf Wachstum gehalten, werden wir auch noch sehen, werde ich noch ein bisschen weiter drauf eingehen im Verlaufe dieses Videos. Und wie ihr sehen könnt, haben die Fische auch einen ordentlichen Body aufgebaut. Die werden hier wirklich kontinuierlich durchgefüttert und es ist auch schön warm hier in der Anlage. Man hat hier über 20 Grad überall in jedem Becken. Dieses erste Becken, wo wir jetzt gerade reinschauen, hat drei Züchter, soweit ich mich erinnern kann. Und zwar ist das einmal hier, die Ginrin Shagoi sind von Maruhiro. Wir haben auch einige von Marusai, das ist ja der gehört ja auch zur Familie, Familienname Hirasawa. Und dann die Goshiki sind vom Züchter Aoki. Auch sehr schöne Tiere und hier auch nochmal sehr schöne Farben auf jeden Fall. Wie gesagt, die Fische werden hier auf Wachstum gehalten bei über 20 Grad. Und wie ihr dann im hinteren Bereich sehen könnt, wo ich jetzt langsam hinschwenke, da seht ihr dann den Futterautomaten. Also hier werden die Fische auf keinen Fall verhungern. Und dann noch weiter hinten seht ihr die Filteranlage. Man macht das hier recht simpel, natürlich auch Membranpumpen dazu, weil man das Wasser natürlich ordentlich mit Sauerstoff einreichern muss. Und dann hinten letztendlich an der Wand auch noch ein Steuergerät für den X-Clear Futterautomaten. So, schauen wir doch mal ins zweite Becken. Hier haben wir dann einige Dainichi Nissai. Das sind tatsächlich Fische der Dainichi Koi Farm, die ihr hier wirklich für einen super günstigen Preis erwerben könnt. Das ist natürlich kein High-Quality, High-End-Fisch, aber für roundabout 109 Euro könnt ihr dann hier Dainichi Tossai kaufen. So, man arbeitet auch sehr, sehr eng mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover zusammen. Die kommen hier in den Laden, nehmen Kiemenproben und dann wird das Ganze untersucht auf KHV. Man nimmt das Ganze hier sehr ernst und man kann sich diese ganzen Testprotokolle und Ergebnisse natürlich auch zeigen lassen. Da geht man ganz offen mit um. Aber jetzt möchten wir mal noch tiefer runter in den Keller. Und wir sehen schon, hier gibt es noch einiges mehr an Koi. Und zwar haben wir hier unten, wenn wir die Treppe runterkommen, ein 8000 Liter Becken. Das Becken ist hier sozusagen in den Raum gemauert worden. Man muss da ein bisschen aufpassen für alle Nachmacher, wenn man sowas im Keller machen möchte. Die Wände sind außenrum nochmal verstärkt mit Stahlbeton. Und dann wurde halt eine Folie reingezogen. Wie ihr sehen könnt, schwimmen dort etliche Fische. Das sind so Nissai, Sansai, also auch ein paar ältere Fische. Aber Fische sehr, sehr agil, also top fit. Die werden auch natürlich hier unten drin gefüttert. Und wie ihr sehen könnt, ist da ordentlich Bewegung im Becken. Wir haben hier zum Beispiel diese Tancho Sanke. Ich glaube, das ist ein Tancho Sanke. Ein paar Kujaku habe ich gesehen. Karashi. Wieder ein paar Ginrin-Varianten, Showa, Kohaku. Wir haben also wirklich einen bunten Mix hier unten in diesem 8000 Liter Becken. Die Folie wird hier oder ist hier mit einer Leiste an die Wand geschraubt worden. So hat man das Ganze an den Seiten befestigt. Ist eine saubere Lösung, funktioniert
einwandfrei. Gefiltert wird auch hier unten mit diesen Kompaktfiltern. Und hier nochmal ein schöner Blick auf einen Showa, der sich da so ein paar Pellets wegschnappt. Ich finde es immer cool, wenn die Fische so richtig fit und agil und aktiv sind und dann so richtig ans Futter rangehen. Auch hier dieser Kohaku. Tja, Jörg Düvel, Koi Hannover, Hannover Koi. Er versendet auch Fische, deswegen gibt es hier natürlich auch Sauerstoff. Sauerstoff in ausreichenden Mengen, somit können die Tüten voll gemacht werden und dann die Fische verschickt werden. Verschickt werden unter anderem auch hier diese in diesem kleinen Becken, und zwar haben wir es zu tun mit einigen Tancho. Die Tancho sind auch richtig fit, ihr seht es ja hier, wie sie wieder ordentlich Gas geben, wenn da so ein paar kleine Pellets reinfliegen. Aber schauen wir doch mal um die Ecke, denn da haben wir nach meiner Meinung etwas wirklich ganz Besonderes schwimmen. Die Tancho finde ich übrigens auch ganz nett. Original Japan-Koi. Naja, das sollte klar sein, dass wir es hier nur mit Japan-Koi zu tun haben, aber hier dann die Quarantäneanlage. In dieser Quarantäneanlage, die hier aus zwei Becken besteht, schön mit Springschutz und Spritzschutz, dass auch nichts rüberkommen kann, ist aktuell beide Becken befüllt mit Fischen von Shinoda, von der Shinoda Koi Farm. Shinoda vorwiegend bekannt für seine wirklich großen Hiuzuri, aber auch für Ginrin-Showa. Und wir haben hier wirklich, wirklich schöne Ginrin-Showa-Schwimmen. Die Fische jetzt hier aktuell im Bild sind, soweit ich mich erinnern kann, auch noch alle zu haben. Und die Fische sind wirklich für einen Top-Preis zu haben. Und die Fische in dem anderen Becken, in dem rechten, das sind tatsächlich schon Kundenfische, die schon verkauft sind. Die schwimmen ja dann sozusagen noch bis zum Frühjahr, aber müssen erstmal in der Quarantäne verbleiben. Die Quarantäne hat jetzt hier irgendwann im Dezember erst begonnen. Die Fische sind tatsächlich noch gar nicht ganz so lange in Deutschland. Aber die Kunden können sich natürlich schon, können schon mal einen Blick riskieren und wenn sie möchten, ja auch so einen Fisch erwerben. Hier zum Beispiel ein High Quality Shiro Otsuri. Sehr geiles Tier. So, und dann geht es tatsächlich nochmal weiter. Wir haben hier einen weiteren Raum mit weiteren Becken. Mehrere kleine und dann hier ein größeres. Aber fangen wir mal vorne an. Auch hier gibt es wieder schöne Fische. Hier ein paar schöne kleine Kujaku und auch ein, zwei Kohaku sehe ich dort. Und dann haben wir hier auch weiterhin noch mehr Kohaku, ein paar Shiro Otsuri. Und zwar sind das wieder Fische von Dainichi. Die sind auch richtig fit. Das ist sozusagen auch für euch mal so ein kleiner optischer Test. Wenn man da ein paar Pellets reinwirft, ist das für mich, wie gesagt, ein gutes Zeichen, dass die Fische fit sind, wenn die richtig schön ans Futter gehen. Und das wollten wir euch hier im Video natürlich nicht vorenthalten. Dann haben wir auch noch was Besonderes, und zwar aus meiner Sicht High Quality Shiro Otsuri. Aber warum sind die denn so klein? Ganz einfach, das sind Small Nisai, wirklich Small Nisai. Aber die haben halt eine verdammt gute Haut- und Farbqualität und sind natürlich auch für einen sehr akzeptablen Preis zu bekommen. So, nun schwenken wir mal rüber zu diesen größeren Becken. Was haben wir da drin? Meiner Meinung nach auch etwas Besonderes. Und zwar waren das mal Tosai von Oyama. Von der Oyama-Käufer, vom Züchter Oyama. Und davon möchten wir euch jetzt mal welche in die Wanne setzen. Aber wir möchten euch noch weitere Fische in die Wanne setzen. Und zwar auch nochmal die Ginrin-Showa von Shinoda. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Und das hier, wirklich ein schöner Ginrin-Showa. Schön langgezogen. Wir werden jetzt die Tiere mal so ein bisschen gemeinsam analysieren. Auch so nach meinen Gesichtspunkten müsst ihr mir natürlich nicht zustimmen. Aber ich finde, der Fisch ist schön langgezogen, hat einen schönen langen Kopf. Hat auch eine sehr elegante Zeichnung, finde ich, weil er halt ein bisschen heller ist, also nicht so ein dunkler Showa. Ist ja eher sowas in Richtung, tja, wie soll man sagen, weiß ich auch nicht. Dann kommt der zweite Kollege hinzu, der ist schon ein bisschen dunkler gezeichnet. Man sieht aber auch, dass das Schwarz noch so durchkommt. Das heißt, die Fische sind auch noch im Entwicklungsstadium. Die sind noch lange nicht da, wo sie mal sind, wenn sie wieder ein, zwei Jahre älter sind. Das heißt, das Schwarz drückt von unten durch. Und ich denke auch, das Rot könnte noch ein Tick intensiver werden, wenn sie mal wieder raus ans Licht kommen. So, die Wanne füllt sich so langsam. Ihr merkt das schon, ich komme kaum hinterher. Wir haben jetzt hier fünf Fische in der Wanne schwimmen von Shinoda. Und zwar Ginrin-Showa.
Das Ganze sind ja Nissei. Weiblich-männlich ist aktuell noch nicht ganz eindeutig zu sagen. Aktuell Kiemendeckel und Brustflossen sind glatt. Man geht davon aus, dass es hier vorwiegend weibliche Fische sind. Und ja, aber letztendlich ist das natürlich immer schwierig. Jetzt aktuell ist auch vielleicht die falsche Jahreszeit, das zu beurteilen. Nichtsdestotrotz sehr, sehr schöne Ginrin-Showa meiner Meinung nach und vor allen Dingen zu einem Top-Preis. Diese Tiere hier sind noch für unter 300 Euro zu haben. Das ist ein super Schnapper und ich bin schon hart selber am Überlegen, ob ich nochmal zuschlage, weil das echt geile Tiere sind. Und der Jörg Düvel hat es mir gesagt, die gibt es ja auch tatsächlich nicht jedes Jahr. Das war ein bisschen Glück im Einkauf und er ist so fair und gibt tatsächlich einen guten Einkaufspreis auch an seine Kunden weiter. Finde ich wirklich eine super Sache. Und naja, ich überlege es mir auch nochmal. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon hier in dieser Wanne ein Tier entdeckt, was ihm zusagt. Ginrin-Showa von Shinoda. Aktuell Nissei, Geschlecht noch nicht 100% bestimmbar. So, und jetzt geht's ans große Becken. Wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, das waren mal Tossei. Und zwar richtig gute Tossei. Und zwar von Oyama, vom Züchter Oyama. Und diese Fische wurden hier bei Jörg Düvel aufgezogen. Jetzt aktuell zum Nissei. Die wurden draußen aufgezogen in seinem Outdoor-Teich und sind jetzt reingekommen. Im Oktober sind sie reingekommen. Seitdem schwimmen sie drin und werden schön bei hohen Temperaturen weitergefüttert. Hier seht ihr mal, wie sich das Schwarz entwickeln kann. Dieser Showa hatte noch ein sehr kein flächendeckendes Schwarz. Und wenn ihr jetzt mal den Fisch anseht, dann seht ihr, wie das schon ordentlich durchgedrückt hat. Ist übrigens ein Liebling von Jörg Düvel, so mit einer Clownsnase. Ich finde den auch ganz witzig. Auf jeden Fall ein schöner Body, schön kräftiger Fisch auch. Und jetzt schnappen wir uns mal einen Kohaku. Ein schöner 3-Step-Kohaku. Vielleicht auch schon 4-Step, wobei dieser erste kleine rote Klecks, der hängt noch am vorderen Bereich mit dran. Auch ein sehr schönes Tier, schönes Weiß auf jeden Fall. Und auch ein schönes flächendeckendes Rot. Ich finde die Körperform übrigens auch gut. Langer, breiter Kopf und er wirkt auch relativ torpedo- oder zigarrenförmig, wie man ja immer sagt. Was für mich auch immer ein gutes Zeichen ist, dass die Fische weiterhin in die Länge gehen. Aber das soll es natürlich nicht gewesen sein. Wir möchten euch noch ein, zwei weitere Tiere zeigen. Hier wieder ein Showa von Oyama. Und ihr seht schon, der hat einen richtig, richtig ordentlichen Body. Dieser Kollege hat auf jeden Fall schon einige Zentimeter in Länge und auch im Umfang zugelegt. Sehr kräftiges Tier. Ihr seht schon, wie der Nacken hochgeht und diese Rückengräte, die drückt da so richtig durch. Ist ein gutes Zeichen, dass der Fisch auch ordentlich Volumen aufbauen kann. Und er misst jetzt so roundabout, ich sag mal 50 cm und ist jetzt schon sehr, sehr kräftig. Und man kann davon ausgehen, dass diese Tiere von Oyama tatsächlich die 70 cm auch später mal überschreiten werden. Und bei entsprechender Pflege und Förderung denke ich schon, dass diese Fische auch mal Richtung 80 cm gehen können in späteren Jahren. Auch hier das Schwarz noch am Arbeiten, sage ich mal, noch längst nicht dort angekommen, der Fisch, wo er mal von seiner Zeichnung am Ende ist. Und auch dieser Showa wieder sehr kräftiger Body. Und man sieht auch hier im hinteren Bereich, drückt das Schwarz noch weiter durch, noch längst nicht geschlossen, wird immer dicker werden mit der Zeit. Er hier ein bisschen leichter gezeichnet, was das Rot angeht, also mehr im vorderen Bereich und ein bisschen Rot im hinteren Bereich und dazwischen so eine schöne schwarze Partie, die sich dann auch nochmal so längs über den Kopf zieht. Auch eigentlich ganz interessant, finde ich. Das ist ja das Schöne an Showa, sag ich mal. Das ist auch wie so kleine Wundertüten und man hat hier halt auch eine unglaubliche Auswahl, was diese Vielfalt angeht, an diesen Zeichnungen. So, das denke ich, bei Showa, da findet jeder seinen Liebling. Hier nochmal was ganz anderes. Wie ihr sehen könnt, ist das Schwarz kaum vorhanden bisher. Aber man sieht es so leicht grau im Untergrund. Und das wird auch noch durchdrücken. Das fängt erst so ganz langsam an. Wie gesagt, der Fisch ist zweijährig. Dann sieht man mal, wie lange sowas dauern kann. Aber auch dieser Showa von Oyama hat jetzt halt schon einen ordentlichen Body aufgebaut. Hat auch einen schönen breiten Kopf vorne, da wo der Kopf aufhört. Und ich sag mal, die Nackenpartie beginnt, war er auch schon richtig breit. Hier haben wir mal was ganz anderes. Der schwimmt da auch drin rum. Das ist ein Tancho von Sakai.
Ja, Sakai sehr bekannt auch für sehr große Tiere und ich finde auch, dieser Tanshu hat einen sehr schön langgezogenen Körper. Die Rückenflosse fängt ziemlich weit hinten an, ist auch immer ein gutes Zeichen, dass die Fische lang werden. Und ich denke, auch dieser Fisch wird groß werden und auch noch ordentlich Volumen aufbauen. So, das hier der Außenteich von Jörg Düvel. Auch hier werden Fische über den Sommer groß gemacht. Man hat sich damit abgefunden, keine privaten Tiere mehr zu halten, sondern alle Tiere, die hier gehalten werden, werden auch verkauft. Er nutzt also auch jetzt seinen Außenteich, um Fische groß zu machen über den Sommer. Natürlich genießt man das ja noch auch ein bisschen, wenn man im Garten ist. Aber aktuell ist der Teich leer, alle Fische sind drin. Hier im Teich waren im Sommer die ganzen Oyama-Fische und wurden hier über den Sommer groß gemacht. So, und die Filteranlage dahinter, relativ simpel, wie auch drin. Nur draußen möchte man es dann doch ein bisschen klarer haben, hat man hier erstmal einen Fließfilter als Vorfilter hingebaut, aber auch dann wieder diese Kompaktfilter. Und ich weiß, das wird bestimmt kritisch beurteilt, warum werden hier diese Kompaktfilter benutzt, wie funktioniert das überhaupt bei so viel Fütterung? Tja, ganz einfach. Wasserwechsel ist das Zauberwort. Man muss hier wirklich viel, viel Wasserwechsel machen. Und Jörg Düvel hat mir gesagt, hier wird wöchentlich bis zu 100% Wasser gewechselt. Und sonst könnte man das natürlich nicht machen. Aber so kann man es machen. Also, wer sowas nachbauen möchte, sollte darauf achten, dass er ordentlich Wasserwechsel macht. Dann ist es tatsächlich machbar. So, und ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Ihr habt einen schönen Einblick bekommen hier in Hannover. Jörg Düvel, Koi Hannover. Hannover Koi. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch vielleicht ein Like für dieses Video bei YouTube. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, postet das doch bitte hier direkt unter das Video. Und vielen Dank für alle Abonnenten, die wieder dabei waren. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, einfach mal draufklicken. Jede Woche gibt es hier ein neues Video rund um das Thema Koi. Und als kleine Eigenwerbung, schaut doch mal rein in mein Händlerverzeichnis. Koi kaufen-interaktiv.de. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.